Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und das hier ist ein Succession LAN PvE Guide. Das erste, womit wir anfangen, sind die Skill Addons von der LAN Succession. Hier habt ihr einmal die ganzen Addons im Übersicht und zwar sind das auch die ganzen Skills, die wir in der PvE Combo nutzen werden. Als nächstes kommt die PvE Combo. Dort drückt ihr zuallererst Rechtsklick für den AP Buff für 12 AP. Die nächsten Tasten, die ihr dann kurz drückt, sind Shift Q F und nach F drückt ihr dann direkt SF. Wichtig ist dabei, dass ihr SF gedrückt hält bis zur letzten Animation. Danach RMB, LMB und dann noch RMB. Falls die Skills noch auf Cooldown sein sollten, könnt ihr selbstverständlich noch den Skill SLMB einbauen. Den könnt ihr beispielsweise benutzen, wenn ihr Olum grindet und sehr viel Attack Speed von der Shy habt. Den Skill, den ihr auch noch mit einbauen könnt, ist der Debuff und zwar ist das C, das ist der Skill Herzbluten. Der Skill an sich hat minus 20 DP und der Addon an sich hat auch nochmal minus 20 DP obendrauf und zusammen stackt das dann. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt mit der Combo an. So, wir sind jetzt an einem Dummy in der Kampfarena und zwar zeige ich jetzt einmal die Combo. Das erste, was er drückt, ist Rechtsklick, Shift Q, F, dann direkt SF, haltet ihr gedrückt, danach LMB, RMB und danach RMB. Den Filler-Skill, den ihr noch zusätzlich einbauen könnt, ist SLMB und zwar sieht er so aus. Was auch noch wichtig zu beachten ist, dass ihr bei der LAN unter dem Schwarzgeist-Scroll unter K das hier sperrt. Und zwar ist das der Schwarzgeist-Scroll mit der Crit. Und zwar nehmt ihr dort dann Attack Speed. Das könnt ihr hier einmal sehen. Das hier lässt ihr dann gesperrt. Was ihr zwischen der Combo noch gut nutzen könnt, ist A-Shift. Und zwar könnt ihr links und rechts euch damit bewegen. Ihr könnt beispielsweise auch damit hinter dem Mob kommen. So, jetzt sind wir zu den Relikt-Kombos angelangt. Und zwar nehmt ihr die Relikt-Kombos, wo dementsprechend Heap drin ist. Und zwar Crit Damage. Insgesamt sollte die LAN 98% Crit-Chance haben. Dies habt ihr aber dementsprechend nur, wenn ihr unter P die Crit komplett voll habt. Diese kriegt ihr beispielsweise durch Crystals oder Food Buffs. Und die ganzen Main Damage Skills von der LAN kritten auch zu mindestens 50%. Mit den ganzen Skill Addons solltet ihr dann insgesamt bei 98% kommen. Und somit skaliert die LAN auch besser mit Crit Damage statt Crit Chance. Und jetzt sind wir da angelangt, worauf wir alle gewartet haben, und zwar das Movement. Ja, die LAN kann fliegen, verbraucht dabei aber jede Menge Stamina beim Movement. Und der erste Movement-Skill wäre W, Shift und Linksklick. Dann könnt ihr es immer spammen. Und wie ihr gerade sehen könnt, kann die LAN dadurch auch dashen, verbraucht aber, wie ihr es schon seht, auch jede Menge Stamina. Für dieses Movement-Skill müsst ihr Wütender Hieb freigeschaltet haben, auf exklusiv am besten. Was ihr auch noch cool zu dem Dash nutzen könnt, ist auch noch ein Skill, und zwar Seelenreinigung bzw. Shift-Q. Ich werde es einmal vormachen, und zwar drückt ihr W, Shift, Linksklick und dann, nachdem ihr das gedrückt habt, drückt ihr dann direkt Shift-Q. Und dann, wie ihr sehen könnt, sieht das dann so aus. Das ist zum Beispiel sehr gut, wenn ihr zum nächsten Pack geht. Und dann würde ich sagen, sind wir auch beim Fliegen angelangt. Wichtig ist, dass ihr bei den Nebentalenten auch alles freigeschaltet habt, wie man es da sehen kann. Und zwar ist da auch so Skills dabei wie Nimbusprung. Sehr wichtig, dass das alles hier freigeschaltet ist, weil sonst habt ihr auch sehr schlechtes Movement bei der LAN bzw. beim Fliegen. Es ist schwer zu erklären, ich werde es einmal vormachen. Oben könnt ihr die Tasteninput sehen, die ich dabei drücke. Und zwar starten wir immer mit WF, weil da die Animation am geringsten ist. Und zwar drücken wir WF, dann erweitern wir das mit W-Shift. Dann kann man das hier sehen. Dann könnt ihr nochmal WF machen und dann könnt ihr noch Leertaste, W-Shift-Leertaste einbauen. Und so könnt ihr dann zum Beispiel sehr weit fliegen. Ihr könnt dann auch währenddessen in der Luft ein bisschen lenken. Ihr könnt auch Mouse-Movement benutzen. Das ist aber halt nur sehr wichtig, wenn ihr PvP macht. Im PvE könnt ihr ebenfalls die Ult von der LAN nutzen. Nur ist das Ding, dass ihr die canceln solltet. Und zwar ist es wichtig, dass ihr das hier offen habt. Und zwar einmal die 200% und einmal die 100%. Wichtig dabei ist hauptsächlich die 100%. Und zwar macht ihr so, wenn ihr die Ult nutzt von der LAN, drückt ihr dann F und dann könnt ihr die Animation sehen. Und dann kommt eine lange unnötige Animation. Das cancelt ihr dann mit A-Shift und dadurch kommt der Damage auch schneller durch. So, das war's jetzt mit dem LAN-Guide. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Netzfeedback und einer positiven Bewertung freuen. Sonst könnt ihr auf twitch.tv/instawolf.tv vorbeischauen. Dort werde ich hin und wieder auch streamen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Livestream oder nächsten Video und ciao.